Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es um NumPy. Dieses Tutorial leitet eine ganze Reihe von Tutorials ein, die sich rund um Data Science beschäftigen sollen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufbauen werde, aber es wird auf jeden Fall noch ein Tutorial zu Pandas geben. Bezüglich Matplotlib und Scikit-Learn muss ich noch ein bisschen schauen. Ich werde auf jeden Fall aber auch noch was zu Machine Learning machen wollen und speziell zu Deep Learning. Ich interessiere mich auf jeden Fall auch für den theoretischen Part, aber auch für die praktische Umsetzung, dann in Keras oder vielleicht in TensorFlow. Wie gesagt, lasst einfach vielleicht ein Abo da, dann werdet ihr sehen, was ich hochladen werde und dann verpasst ihr auch nichts. So, heute soll es auch um NumPy gehen. Was ist NumPy? NumPy ist am Ende des Tages eine Python-Bibliothek, ich würde sagen eine der bekanntesten Python-Bibliotheken, mit der man Rechenoperationen machen kann, die sich rund um skalare Vektoren und mehrdimensionale Matrizen beschäftigen. Das wird halt oft verwendet, gerade im Data Science Bereich, wenn man sich dann irgendwelche Daten lädt und dann beispielsweise Regressionen berechnen möchte und so weiter und so fort. Gerade dann geht es ja hauptsächlich um Matrizenoperationen und diese kann man beispielsweise auch schon mit NumPy machen. Wenn ihr dieses Tutorial einfach mal durchlauft mit mir, werdet ihr sehen, was mit NumPy alles möglich ist und dann könnt ihr am Ende auch schauen, was ihr wo, wie benötigt und was sozusagen auch nicht möglicherweise mit NumPy möglich ist. So, wir fackeln nicht lange rum. Wir beginnen direkt mit der Erstellung von einzelnen Arrays. Das sind nämlich so diese Hauptobjekte, die einfach in NumPy erstellt werden. Als Array kann man dann einen Vektor bezeichnen, eine Matrize oder einfach einen ganz normalen Skalar. So, wir fangen direkt einfach mal an. Und zwar müssen wir aber erst einmal noch NumPy installieren, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Und zwar drücken wir dafür die Windows-Taste und R. Gleichzeitig, wenn wir einen Windows-Befehl haben, PC haben und eine Windows-Tastatur in dem Sinne. Wenn ihr noch nicht genug Bescheid wisst über Python an sich, könnt ihr gerne auch noch in meinen Playlists nachschauen. Da habe ich auch ein gutes Pipe-Tutorial gemacht, das euch einen guten Überblick über Python an sich gibt. Was euch natürlich auch weiterhelfen würde, wenn ihr einfach Data Science mit Python machen möchtet, speziell halt auch hier für NumPy. So, was müssen wir jetzt einmal machen? Wir müssen NumPy installieren, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Dafür müssen wir einfach hier in den Commander eingeben, pip install NumPy. Bei mir sollte es eigentlich schon installiert sein, genau, requirement already satisfied. NumPy ist bei mir in dem Fall halt schon installiert. Bei euch sollte ein Ladebalken kommen und am Ende steht dann irgendwas von NumPy successfully installed oder irgendwie sowas in der Art. Ihr werdet auf jeden Fall verstehen von dem, was dann als Output rauskommt, ob NumPy richtig installiert worden ist oder auch nicht. So, dementsprechend gehen wir einfach mal weiter und importieren NumPy hier in unser Sheet. Dafür sagen wir import NumPy. Und wir importieren es als NP. Das ist einfach gängige Praxis, dass man nicht immer wieder NumPy schreiben muss, sondern wenn man einfach irgendwas von NumPy haben möchte, schreibt man dann NP und dann Punkt Sonstiges. Wie wir es jetzt auch machen wollen. Und zwar wollen wir unser erstes eigenes NumPy-Array erstellen. Das nennen wir einfach mal NP Beispiel Array. Und wie erstellen wir ein Array? Und zwar brauchen wir dafür unser NP Package. Und sagen einfach, dem müssen wir jetzt entweder einen Tupel oder eine Liste übergeben oder Listen von Listen. Das sehen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Wir fangen erst einmal an mit einer ganz normalen Liste, die einfach aus 1, 2, 3 und 4 besteht. Also, wir wollen den ganzen Spaß hier auch nochmal printen, wenn ich das N treffe. Und dann müssen wir sagen, np-beispiel-array. So, wir printen das einmal und sehen, das, was wir hier als Liste ausgegeben haben, entsteht sozusagen auch in der Ausgabe. So, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Liste oder ist es wirklich ein NP-Array? Dafür kopieren wir einfach mal hier diesen Befehl und schreiben drumherum auch nochmal den Befehl Type. Damit können wir bekanntlicherweise den Typ bzw. Ermitteln, um was für ein Objekt es sich hierbei handelt, bei diesem NP-Beispiel-Array. Und wenn wir das einmal ausgeben, sehen wir, dass sich hier dieses Objekt NP-Beispiel-Array als Objekt der Klasse NumPy ND-Array besteht. Also es handelt sich hierbei tatsächlich um ein NumPy-Array und nicht mehr um eine Liste. Das wird gerade dann spannend, wenn man halt größere Matrizenoperationen macht. Dabei sind halt diese NumPy-Arrays deutlich effizienter
als normale Listen. So, wir bleiben bei diesem, bei diesem Framework erstmal bestehen und spielen einfach ein bisschen dran rum und sehen, was einfach auch alles entstehen kann. Also, beziehungsweise ich lasse es auch nochmal extra. Nee, okay, ich ändere es einfach mal ab. So, was ist, wenn wir beispielsweise eine 3-Kreuz-3-Matrix haben wollen? Dafür müssen wir sozusagen eine Liste von Listen erstellen in dem Sinne. Und zwar müssen wir einmal hier so machen, dann so machen. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal eine äußere Liste in dem Fall mit den Brackets. Und wir haben in der äußeren Liste da drinnen eine innere Liste. So, und diese kopieren wir einfach insgesamt zweimal, dass sie dreimal hier drin steht. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Fall Vektoren, 3 Stück an der Zahl, die enthalten sind in dieser großen Liste, beziehungsweise in dieser, was es am Ende des Tages dann eine Matrize ergibt. Wir geben es uns einfach mal aus und sehen es auch schon hier recht schön aufbereitet von NumPy, so wie wir uns auch einfach eine Matrix vorstellen würden, beziehungsweise eine Matrize. Auch hier hat sich die Klasse nicht verändert. Es handelt sich immer noch um ein NumPy-Array. So, weiter geht's. Was könnte man rein theoretisch noch mit NumPy machen? Angenommen, wir brauchen ein Array der Länge 7, die komplett aus Nullen besteht. Ja, dafür gibt es tatsächlich auch einfach einen Befehl. Und zwar lassen wir das tatsächlich jetzt einfach hier mal stehen, damit wir das auch nicht vergessen. Und zwar wollen wir dann wieder ein neues NumPy-Beispiel-Array erstellen. Das kommentieren wir einfach mal spaßeshalber aus. Man müsste es nicht machen, weil es eh überschrieben wird. Und sagen np.zeros. So, wie viele Zeros sollten wir haben? Waren es 6 oder 7? Sagen wir einfach mal 7. So, und schauen, was bei rumkommt. Wir führen es einfach mal aus und sehen, wir erhalten hier ein NumPy-Array. Wir sehen auch hier wieder, dass es sich wieder um ein NumPy-Array hält, das komplett nur aus Nullen besteht. In dem Fall aus Floats, wenn wir diesen Punkt betrachten. Und was auch noch anders ist, ist, dass wir diese einzelnen Kommatas, die wir normalerweise in dieser Liste haben, hier nicht vorhanden haben bei der Darstellung. So, weiter geht's. Ich will ja so möglichst viel zeigen, wie es nur geht, in möglichst kurzer Zeit. Das gleiche können wir halt auch noch mit Ones machen. Und wir können rein theoretisch auch einfach eine Matrix erstellen und nicht nur einen Vektor. In dem Fall ändern wir einfach das hier mal ab zu Ones und übergeben hier keinen einzelnen Wert mehr, sondern ein Tupel und sagen einfach mal, wir wollen eine 7x7 Matrix haben. Führen das einfach mal aus und sehen, ich muss es ein bisschen größer machen. Ein bisschen zu weit hochgescrollt. So hier, wir haben jetzt hier eine Matrix erhalten, beziehungsweise ein NumPy Array, der Dimension 7x7. Das heißt, wir haben insgesamt 7 Einzelvektoren, die einzelne 7 einzelne Elemente enthalten, die alle dem Float 1.0 oder einfach dem Integer 1 entsprechen. In dem Fall ist es ja tatsächlich ein Float. So, soviel zu den Einsen. Man kann natürlich auch eine Identity Matrix erstellen. Das heißt, eine Matrize komplett aus 0, die auf der Hauptdiagonalen eine 1 enthält. Dafür nutzt man den Befehl i. Und man muss auch hier wieder aus dem Tupel einen ganz normalen Skalarwert wieder machen. In dem Fall einfach die 7. Und wenn wir ein bisschen runter scrollen, sehen wir, dass wir hier, nachdem wir es geprintet haben, eine Matrize erhalten, die komplett nur aus Nullen besteht, bis auf der Hauptdiagonalen. Hier sehen wir halt komplett alles Einsen. So, und zum guten Abschluss erstellen wir nochmal eine Matrize, die ein bisschen random ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür kommentieren wir das hier nochmal aus und sagen auch hier wieder MP, Beispiel unterstrich Array. Machen wir uns mal die Mühe und sagen jetzt hier NP, man sieht nichts, Punkt, jetzt random. Warum ist das denn hier, Mann? Was ist das eigentlich, Mann? Egal. Und sagen dann rand. So, jetzt müssen wir noch die Dimensionen angeben. In dem Fall hätten wir gerne eine 4x4 Matrix und schauen, was bei rumkommt. Es ist eine 4x4 Matrix, die komplett aus Random-Werte besteht, die sich zwischen 0 und 1 befinden. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas braucht, was random ist, um vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Bootstrap-Verfahren zu machen oder was auch immer, dann könnt ihr das genau mit diesem Befehl machen.
gibt natürlich auch weitere andere Befehle, um irgendwelche Arrays zu erstellen, ob es jetzt irgendwelche Random Arrays sind oder Arrays mit spezifischen Zahlen und so weiter und so fort. Die könnt ihr aber eigentlich recht leicht googeln. Das soll erstmal gewesen sein zur Erstellung von einzelnen Arrays. Wir werden auch noch lernen, wie wir natürlich auch diese Arrays abspeichern können und wieder aufrufen. Aber dazu mehr dann in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.